Was sind literarische Kompetenzen und wie lassen sie sich fördern? In diesem Video erklären wir euch, was Bolive unter literarischen Kompetenzen versteht und wie wir sie modellieren. Bevor wir mit dem Video beginnen, ein kurzer Disclaimer. Da wir im Modell zwischen Primar- und Sekundarstufe unterscheiden, gibt es diesen Vorlauf zum Video zweimal. Der ist identisch, der hintere Teil ist schulstufenspezifisch differenziert. Schaut also deshalb nur das Video, was ihr auch wirklich sehen müsst. Ihr verpasst nichts. Und darum legen wir einfach mal direkt los. Die Struktur des Bolive-Modells kennt ihr ja bereits. Literarische Verstehensprozesse werden durch literarisches Lernen angestoßen und vollziehen sich an literarischen Gegenständen. Hierdurch wird literarische Bildung aufgebaut und literarische Kompetenzen erworben, die sich dann in Form von literarischer Performance Bahn brechen. Wir wollen uns jetzt, nachdem wir schon die literarische Bildung genauer betrachtet haben, die literarischen Kompetenzen genauer anschauen. Im Bolive-Modell definieren wir 6 literarische Grundkompetenzen, die ihr hier auch sehen könnt. Diese beziehen sich vor allem auf die Erzählung selbst und die Erzählinstanz, die die Erzählung vermittelt. Die Erzählung teilt sich dabei in 4 literarische Grundkompetenzen. Fangen wir dabei auf der Handlungsebene an, nämlich der grundlegenden Narration. Zum einen haben wir hier das Verstehen der narrativen und dramaturgischen Handlungslogik, das heißt das Handlungsverstehen. Schülerinnen und Schüler müssen verstehen können, wenn sie sich mit literarischen Gegenständen auseinandersetzen, was da überhaupt passiert und nach Möglichkeit in welcher Reihenfolge. Daneben gibt es dann das Figurenverstehen, die Perspektivübernahme und auch das Hineinversetzen in die literarischen Figuren. Hierbei müssen wir verstehen, welche Figuren denn überhaupt auftreten und aus welchen Beweggründen sie beispielsweise so handeln, wie sie es in der Geschichte tun. Die zweite Ebene der Erzählung bildet die Metaebene, das heißt die Vermittlung dessen, wie die Geschichte gestaltet ist. Auch hier finden wir 2 Grundkompetenzen, nämlich zum einen sprachliche Mittel verstehen und symbolische und metaphorische Ausdrucksweisen verstehen. Jede Geschichte wird durch eine sprachliche Ebene transportiert, egal ob diese textuell oder auch beispielsweise bildsprachlich sein kann. Hier müssen wir also als Schülerinnen und Schüler lernen, wie wir denn mit dieser sprachlichen Ebene umgehen können und welche Deutungsprozesse wir daraus ziehen können. Genauso ist es bei Symbolen und Metaphern. Wir haben vielfältige Deutungsräume in Geschichten, die angelegt sind, durch eben symbolische oder metaphorische Gestaltungsstrukturen. Diese zu entschlüsseln, ist ebenfalls Teil des literarischen Verstehensprozesses und damit eine der literarischen Grundkompetenzen. Nun gibt es aber nicht nur Grundkompetenzen auf der Ebene der Erzählung, sondern eben auch die Erzählinstanz. Das heißt, wie wird die konkrete Geschichte denn vermittelt durch einen Erzähler, durch eine Erzählerin? Auch sich mit diesem auseinanderzusetzen, stellt eine der zentralen Grundkompetenzen dar. Zuletzt haben wir dann noch die Sinndeutung. Im Gegensatz zu den anderen Kompetenzen bezieht sich diese nicht nur auf einzelne Elemente einer Geschichte, sondern ist als Synthesekompetenz einmal für die komplette Deutung der Geschichte verantwortlich. Welche Angebote ziehen wir beispielsweise aus dem, was wir gelesen, gesehen oder erlebt haben? Was bedeutet es für uns als Leserinnen oder als Leser denn konkret? Das finden wir in der Sinndeutung. Man sieht, die Grundkompetenzen beziehen sich alle auf Strukturen des Narrativen, und zwar auf grundlegende Strukturen des Narrativen, die wir in allen Geschichten finden. Aber nicht deshalb sind sie Grundkompetenzen. Wir trennen zwischen literarischer Bildung und literarischer Kompetenz anhand von 4 formalen Kategorien. Es geht also nicht um Gutdünken oder etwas, was wir wichtig oder unwichtig finden. Wir haben ja schon gesagt, dass wir die literarische Bildung hochwichtig finden. Aber eine Kompetenz muss 4 Kriterien erfüllen. Erstens muss sie modellierbar sein. Das heißt, wir müssen sie ganz genau beschreiben können. Zweitens muss sie operationalisierbar sein. Wir müssen sie in Aufgaben überführen können. Und wir müssen sie drittens mit Mitteln der empirischen Forschung messen können. Als letzter Punkt, ebenfalls sehr wichtig, sie muss übertragbar sein auf alle literarischen Gegenstände. Das heißt, so etwas wie das Vorwissen ist wunderbar messbar, ist es auch gut in Aufgaben überführbar, aber es ist nicht auf alle Gegenstände übertragbar. Nehmen wir das Vorwissen zur Jahrhundertwende. Das hilft uns, wenn wir Thomas Mann lesen, sehr, beim Gryffalo eher nicht so. Wenn wir über die subjektive Involviertheit sprechen, haben wir den Fall, dass wir das sowohl nicht gut modellieren können und wir können es auch nicht gut messen und es lässt sich auch extrem schlecht in Aufgaben überführen.
All diese Dinge sind in der literarischen Bildung hervorragend aufgehoben und dort auch sehr wichtig, aber die Kompetenzen können wir messen, übertragen und wir haben genau verstanden, wie sie aufgebaut sind. Schauen wir uns daher die literarischen Grundkompetenzen einmal genauer an. Im Bolivar-Modell setzt sich jede literarische Grundkompetenz aus verschiedenen Niveaustufen zusammen, die beschreiben, welche kognitiven Prozesse Kinder absolvieren müssen, um sich mit diesem Bereich auseinanderzusetzen. Klingt erstmal kompliziert, ist es eigentlich nicht. Das erklären wir euch aber gleich, wenn es um die Schulform geht, nochmal genauer. Mal sind es 3 Niveaustufen, die jede Grundkompetenz hat, oder mal sind es 2. Jede Niveaustufe wird dabei noch genauer in Durchdringungsstufen ausdifferenziert. Die zeigen, wie der konkrete Auseinandersetzungsprozess eines Kindes in diesem Bereich abläuft. Die Durchdringungsstufen kann man sich dabei vorstellen wie ein Erwerbsstufenmodell. Die zeigen, welche Schritte ein Kind in seinem Verstehen bereits gegangen ist und welche Schritte es noch gehen muss, um in seinem Verstehen besser zu werden. Wie geht es dann jetzt weiter? Im Folgenden werden wir uns genauer jede Grundkompetenz mit jeder Niveaustufe und jeder Durchdringungsstufe anschauen, damit ihr seht, wie man mit den Durchdringungsstufen und auch den Niveaustufen in der Schulpraxis arbeiten kann. Beginnen wir mit dem Handlungsverstehen oder, wie es im Modell heißt, dem Verstehen der narrativen und dramaturgischen Handlungslogik im thematischen Zusammenhang. Die befindet sich auf der Ebene der Erzählung und hier genauer auf der Handlungsebene, also dem, was bei einem Text die Oberfläche ist. Sie gliedert sich aus in 3 Niveaustufen. Auf der ersten Niveaustufe wird die Handlung identifiziert. Das heißt, wir können überhaupt erstmal sagen, was in der Geschichte vorkommt. In der zweiten Niveaustufe, Analyse von Handlungslogik und Struktur, geht es dann darum, wirklich Verbindungen herzustellen. Und auf Niveaustufe 3, Abstraktion und Reflexion von narrativen Funktionen, befassen wir uns mit den Strukturen der Geschichte. Schauen wir ins Detail. Das hier sind die Durchdringungsstufen der Niveaustufe 1 des Handlungsverstehens. Hier geht es um die Identifikation der Handlung. Und die verschiedenen Durchdringungsstufen zeigen an, wie gut die Person, die gerade die Handlung identifiziert, das schon kann. Jemand, der nicht sonderlich geübt ist, beginnt damit, unzusammenhängende Einzelelemente zu benennen. Und im Laufe der Zeit entwickelt es sich weiter, es werden plötzlich zusammenhängende Elemente und irgendwann kann man die gesamte Handlung reproduzieren. Und Reproduktion ist gut, aber Reorganisation ist besser. Das heißt, eine Geschichte wird dann wiedergegeben, gekürzt, gegebenenfalls schon fokussiert und hier sind die zentralen Elemente dann genannt. Das erfordert schon einiges an Verstehen, hilft uns aber dabei, die Geschichte wiederzugeben. Die zweite Niveaustufe des Handlungsverstehens nimmt die Analyse der Handlung in den Blick. Und hier bilden die Durchdringungsstufen ab, wie es den Schülerinnen und Schülern gelingt, Dinge miteinander zu verknüpfen. Ging es gerade noch darum, einfach wiederzugeben, erst geschah das, dann das, dann das, haben wir hier die Verbindung der Elemente im Blick. Wie ergibt sich das eine aus dem anderen? Zu welchen Folgen führt eine Handlung, die wir gesehen haben? Und anfangs gelingt es den Schülerinnen und Schülern erst, einfache Elemente miteinander zu verknüpfen. Dies geschieht, weil vorher das passiert ist. Oder diese Handlung führt zu einer anderen Handlung. Das weitet sich mit zunehmendem Kenntnisstand dann aus. So werden einzelne Abschnitte schon gedeutet, plötzlich auch das Textganze. Hier werden die einzelnen Aspekte natürlich dann zunehmend auch abstrakter und wir haben keine lange Auflistung mehr von Kausalitäten, sondern man schaut, was sind große Fragen, was sind vielleicht kleinere. Und wenn wir dann noch die dramaturgische Funktion mit in den Blick nehmen, haben wir schon eine recht kohärente Aufstellung des Ganzen. Das heißt, wir schauen, was sind die zentralen Konflikte, wie wird über einzelne Handlungen vielleicht ein großer Handlungsstrang in Gang gesetzt. All diese Dinge können wir hier über dieses Raster der Durchdringungsstufen ableiten. Die Niveaustufe 3 nimmt die Abstraktion und Reflexion der narrativen und dramaturgischen Funktionen in den Blick. Was relativ komplex klingt, ist es eigentlich gar nicht. In einem ersten Schritt gelingt es den Schülerinnen und Schülern schon, ein Thema zu benennen. Der Text handelt da und davon. In der Geschichte geht es um dieses oder jenes.
Anschließend schaffen sie es auch zu begründen, warum das so ist. Wenn dies dann auch noch am Text geschieht, sind wir als Lehrerinnen und Lehrer ja schon relativ glücklich. Erst anschließend geht es dann darum zu gucken, wie gut können auch verschiedene Varianten abgewogen werden. Gelingt es, eine reflektierte Auswahl zu treffen und die dramaturgischen und narrativen Funktionen hier entsprechend mit einzubinden. Wenn das gelingt, perfekt, das Ziel ist erreicht. Kommen wir zur zweiten Grundkompetenz der Handlungsebene, dem Figurenverstehen oder, wie es im Modell heißt, die Perspektiven, Handlungsmotivation und erlebten Grunderfahrungen von Figuren verstehen. Sich mit Figuren auseinanderzusetzen ist eine der zentralen Tätigkeiten, wenn es um den Umgang mit Geschichten geht. Denn in jeder Geschichte kommen Figuren vor. Das Figurenverstehen teilt sich in drei Niveaustufen ein. In der ersten Niveaustufe, der Identifikation von Figuren, geht es darum, erstmal überhaupt Figuren benennen zu können. Das heißt, welche kommen in der Geschichte vor? Wie grenzen sie sich von anderen ab? Oder gibt es auch schon Konstellationen, die wir benennen können? Niveau 2, die Analyse von Figurendarstellung und Handlung, bezieht sich auf die Beschreibung einer Figur. Welche Wesensmerkmale zeichnen sie aus und wie lassen sich Figuren auch miteinander vergleichen? Niveau 3, die Abstraktion und Reflexion der Figurengestaltung, bezieht sich dann auf eine Stellungnahme oder auch überhaupt die Bewertung der Figurengestaltung und der damit verbundenen Handlung. Doch auch beim Figurenverstehen geht das genauer. Und daher schauen wir uns als nächstes die Durchdringungsstufen der jeweiligen Niveaustufen an und beginnen auch hier mit Niveaustufe 1, der Identifikation der Figuren. Hier geht es in einem ersten Schritt erstmal grundlegend darum, die Figuren benennen zu können. Welche Figuren tauchen überhaupt in einem Text auf? Anschließend soll herausgearbeitet werden, in welchen Beziehungen die Figuren zueinander stehen. Hierzu werden erste Konstellationen entwickelt oder, dann weiterführend, Gruppierungen benannt. Sowas wie Freundeskreise oder gute Figuren oder böse Figuren, die sich dann in der Geschichte finden. Manchmal sind da die Informationen sehr explizit und lassen sich im Text sehr leicht finden oder eher implizit durch die Handlungen angedeutet. In einem letzten Schritt geht es dann darum, die herausgearbeiteten Konstellationen und Gruppierungen vor dem Hintergrund der jeweiligen Figurenentwicklung zu reflektieren und zu schauen, wie verändert sich manche Figur im Rahmen des Handlungsgeschehens. Die zweite Niveaustufe bezieht sich dann auf die Analyse der Figurengestaltung und Darstellung. Das heißt, hier geht es dann darum, Informationen über eine Figur, die wir im Text finden können, wahrzunehmen und dann zu einem kohärenten Ganzen zusammenzubringen. In einem ersten Schritt geht es darum, explizite Informationen über eine Figur wahrzunehmen. Wir gehen dabei in drei Schritten vor. Am einfachsten ist es, das Aussehen einer Figur wahrzunehmen, beziehungsweise wie dieses konkret beschrieben wird, bevor es dann um die Handlungen einer Figur gehen kann. Schon deutlich komplexer ist die Wahrnehmung davon, wie sich eine Figur fühlt, das heißt der Blick in das Innere einer Figur. Mit welchen Eigenschaften wird sie beschrieben und wieso handelt sie so, wie sie es tatsächlich tut? Anschließend werden diese Informationen in einem kohärenten Ganzen zusammengeführt. Das heißt, wir beziehen uns hier auf unterschiedliche Informationen aus dem Aussehen, den Handlungen oder eben auch den Eigenschaften der Figuren. Ist das geschafft, besteht die nächste Herausforderung darin, schon erste Kategorien in den Figuren zu bilden. Das heißt, welche finden wir bei der Handlung, welche finden wir bei den Eigenschaften, bevor wir dann abschließend im Verstehensprozess in der Lage sind, eine Charakterisierung vorzunehmen. Zu Beginn ist diese noch nicht ganz kohärent und bezieht sich nur auf einzelne Elemente der Figur. Zum Schluss ergibt es allerdings ein plausibles Ganzes. In der dritten Niveaustufe geht es dann um die Abstraktion und Reflexion der Figurengestaltung. Das heißt, wie Schülerinnen und Schüler zu einer Einschätzung über eine Figur und ihre Gestaltung im Gesamtwerk gelangen. In einem ersten Schritt gibt es hier einfache Stellungnahmen. Diese sind meistens noch nicht begründet und die Schülerinnen sagen so etwas wie, ja, die Figur finde ich gut oder die Figur finde ich nicht so gut oder die finde ich sogar schlecht. In einem nächsten Schritt werden diese Einschätzungen daher begründet. Diese beziehen sich meistens zuerst nur auf einzelne Informationen. Mit fortschreitendem Verstehensprozess werden diese aber vielfältiger, sodass einzelne Informationen miteinander zusammengeführt und in die Stellungnahme integriert werden.
Anschließend geht es dann darum, diese begründete Stellungnahme mit den vielfältigen Informationen vor dem Hintergrund der Figurengestaltung und der narrativen Funktion miteinander in Beziehung zu setzen. Das heißt, welche Funktion übernimmt denn diese Gestaltung der Figur im Rahmen der Geschichte, bevor dann abschließend die Passung zwischen Figur und der dargestellten Figurengestaltung in der ganzen Geschichte vorgenommen wird. Die Grundkompetenz Metaphern und Symbolverstehen gliedert sich in zwei Niveaustufen. Diese hängen allerdings zusammen und sind nicht, wie wir das gerade hatten, voneinander getrennt. Denn Niveaustufe 1, Identifikation von Symbolen und Metaphern, geht zwingend Niveaustufe 2, der Deutung von Symbolen und Metaphern, voraus. Die Niveaustufe 1 lässt sich nochmal untergliedern in Metaphern, die wir schon kennen, also vorwissensbasierte Identifikation, oder die vorwissensunabhängige Identifikation, das heißt, wir sind wirklich in der Lage, sprachliche Phänomene als solche wahrzunehmen und zu merken, oh, hier könnte eine Metapher sein, die es dann auch auszudeuten gilt. Die Deutung schließt sich dann an. Wenn wir uns die Durchdringungsstufenaufstellung anschauen, fällt auf, dass Niveaustufe 1 und 2 nicht voneinander getrennt verhandelt werden, wie wir das gerade hatten, sondern in einer gemeinsamen Skala angegeben sind. Denn ohne die Identifikation kann die Deutung nicht stattfinden. Bei Durchdringungsstufe 1 können wir darüber streiten, ob das überhaupt eine Kompetenz ist, denn hier wird rein auf das Vorwissen zurückgegriffen, um etwas zu benennen. Reflexartig zeigt man auf die Rose im Text und sagt, oh, die Rose, die steht für die Liebe, ungeachtet, ob es hier gerade eine Metapher ist oder nicht. Da ist es schon deutlich komplexer, eine Metapher oder ein Symbol wahrzunehmen, auch wenn man es noch nicht ausdeuten kann. Wenn aber erste Deutungen angestellt werden, ist dies ein guter nächster Schritt. Diese sind oft frei schwebend zu Beginn und werden komplexer, wenn sie sich auf Textteile beziehen. Wenn wir dann noch verschiedene Deutungsmöglichkeiten in den Blick nehmen können und abwägen, diese Metapher, dieses Symbol kann das bedeuten oder das, was ist denn plausibler im Textzusammenhang, haben wir die fünfte Durchdringungsstufe erreicht. Die zweite Grundkompetenz der Metaebene bezieht sich auf das Verstehen von sprachlichen Mitteln. Wenn jetzt das, was gleich kommt, euch schon ein bisschen bekannt vorkommt, liegt das daran, dass sowohl das Verstehen von Symbolen und Metaphern als auch das Verstehen sprachlicher Mittel sehr ähnlich aufgebaut sind. Genauso wie bei der Grundkompetenz Symbol und Metaphern verstehen, lässt sich das Verstehen von sprachlichen Mitteln durch zwei Niveaustufen abbilden, die sehr eng miteinander verzahnt sind. Die erste Niveaustufe bezieht sich dabei auf die Identifikation von sprachlichen Mitteln. Das heißt auf das Erkennen und Wahrnehmen beispielsweise von Neologismen, Hyperbeln oder auch Anaphern. Dabei kann das zum einen vorwissensbasiert passieren, das heißt sprachliche Phänomene, die wir bereits im Unterricht thematisiert haben, werden erkannt. Oder auch vorwissensunabhängig, wo überhaupt erstmal sprachliche Phänomene als Besonderheiten wahrgenommen werden. Die zweite Niveaustufe bezieht sich dann auf den Deutungsprozess des sprachlichen Mittels. Welche Deutungsspielräume gibt es und wie kann man diese miteinander vergleichen und abwägen? Schauen wir uns die Durchdringungsstufen einmal genauer an. Auch hier fällt auf, dass wir für beide Niveaustufen einen gemeinsamen Durchdringungsstufenverlauf haben, der sowohl die Identifikation der sprachlichen Mittel beinhaltet, als auch den Deutungsprozess des erkannten Mittels. Der Prozess beginnt dabei überhaupt erst, dass ein vorwissensbasiertes Benennen stattfindet. Das heißt, irgendwo in einem Text ploppt beispielsweise eine Hyperbel auf und die Kinder sagen im Moment, oh, das ist eine Hyperbel. Eine konkrete Anbindung an den Text wird an der Stelle jedoch noch nicht vorgenommen. Das ist der deutlich komplexere Schritt, der erst im zweiten erfolgt. Gelingt es Kindern, dieses an den Text anzubinden, ist das schon eine höhere Verstehensleistung. Zu Beginn des Verstehensprozesses werden diese Deutungen noch nicht sonderlich begründet, sondern entwickeln sich erst mit dem Verstehensprozess. Zuerst wird die Deutung an Textteile des Textes angeschlossen und dann auf das Textganze übertragen, bevor dann abschließend Alternativhypothesen entwickelt und gegeneinander abgewogen werden. Ist es eher plausibel, dass man die eine Deutung des sprachlichen Phänomens nimmt oder passt eine andere Deutung vielleicht besser sowohl zum sprachlichen Mittel als auch zum Textganzen? Verlassen wir das Feld der Erzählung und kommen wir zur Erzählinstanz und den erzählerischen Mitteln. Denn das Verstehen von Erzählinstanz und erzählerischen Mitteln
führt dazu, dass wir stärker verstehen, wie die Geschichte vermittelt wurde. Und auch hier finden sich zwei Niveaustufen. Im ersten Schritt geht es darum, die Dinge zu identifizieren, um sie dann auf Niveaustufe 2 reflektieren und deuten zu können. Die Identifikation findet gerade im Bereich der Erzählinstanz und der erzählerischen Mittel über konventionalisiertes Wissen statt. Wir wissen, wie gewisse Erzählinstanzen heißen, wie sie auftreten und können sie somit benennen. Die eigentliche Schwierigkeit beginnt bei der Deutung und der Reflexion. Wenn wir schauen, welchen Fokus legt denn die Erzählinstanz auf die Geschichte, die dort erzählt wird? Welche Grenzen bestehen gegebenenfalls? Werfen wir einen Blick in die Durchdringungsstufen. Ein Blick auf die Durchdringungsstufen zeigt uns, dass auch hier wieder Niveaustufe 1 und 2 in einer gemeinsamen Skala verarbeitet werden. Das macht insofern natürlich Sinn, weil wir erst die Erzählinstanz und die erzählerischen Mittel identifizieren müssen, bevor wir sie deuten oder reflektieren können. Alles beginnt damit, dass ein Schüler, eine Schülerin in der Lage ist, Wissen abzurufen, was es schon bereits hat über Erzählinstanzen oder erzählerische Mittel. Beispielsweise ist er oder sie in der Lage zu sagen, oh, wir haben hier einen Ich-Erzähler, wir haben hier eine interne Fokalisierung. Anschließend werden erste Versuche unternommen, dies mit dem Text in Verbindung zu bringen. Beispielsweise erkennen die Schülerinnen und Schüler, warum wir nur gewisse Ausschnitte des gesamten Geschehens sehen, da wir beispielsweise durch eine Ich-Erzählinstanz da begrenzt sind von den Möglichkeiten, was wir sehen können. Anschließend geht es darum, diese Hypothesen auch so zu begründen, dass sie tragfähig sind. Wenn wir all das schon können, besteht der nächste Schritt darin, die Erzählhaltung der Erzählinstanz herauszuarbeiten. Besteht vielleicht eine geheime Agenda, die wir noch sehen müssen, oder haben wir eine spezifische Perspektive auf gewisse Aspekte der Handlung der Geschichte? Wenn wir dann das Ganze noch reflektieren können, vor dem Hintergrund verschiedener Ausdeutungen und verschiedener Hypothesen, die wir gebildet haben, ist das Ende der Durchdringungsstufen erreicht und diese Teilkompetenz gut ausgeprägt. Kommen wir zur sechsten und letzten Grundkompetenz im Bolivar-Modell. Mit den bisherigen 5 Grundkompetenzen sind Schülerinnen und Schüler schon ziemlich gut in der Lage, einen Text auseinanderzunehmen und zu analysieren. Sei es im Bereich der Handlung, der Figuren, der Symbole und Metaphern, der sprachlichen Mittel oder auch der Erzählinstanz. Es geht beim Umgang mit literarischen Gegenständen aber natürlich nicht nur um die Analyse der einzelnen Bestandteile, sondern es geht um das Mehr, um das Zusammenführen der einzelnen Bestandteile. Und das machen wir hier im Bereich der Sinndeutung. Die Sinndeutung versteht sich dabei als Synthesekompetenz. Das heißt, hier werden die einzelnen Analyseergebnisse aus den vorherigen Grundkompetenzen zusammengeführt und weitergedacht. Auch die Sinndeutung gliedert sich dabei in 2 unterschiedliche Niveaustufen. Die erste Niveaustufe bezieht sich dabei auf die Synthese. Hier werden die einzelnen Ergebnisse aus den Grundkompetenzen zusammengebracht und erweitert. In der zweiten Niveaustufe geht es dann um die Deutung. Das heißt, hier werden Deutungshorizonte eröffnet und Sinnangebote dargestellt. Doch schauen wir uns auch hier einmal den Durchdringungsstufenverlauf der Sinndeutung einmal genauer an. Ähnlich wie bei der Metaebene und auch der Erzählinstanz besitzt die Sinndeutung einen gemeinsamen Durchdringungsstufenverlauf für beide Niveaustufen. Das heißt, hier beinhaltet er sowohl die Synthese als auch die Deutung. Zum Beginn des Verstehensprozesses steht die generalisierende Benennung eines Themas, das in der Geschichte vorkommt. Das erfordert von den Schülerinnen und Schülern, dass sie schon einzelne Informationen aus der Handlungsebene, das heißt Handlungsinformationen und Figureninformationen, miteinander in Beziehung setzen können. Hier werden dann Themen benannt wie Gesellschaftskritik oder auch Genderdarstellungen. Diese Themen und wie man auf die Themenfindung kommt, werden allerdings dann noch nicht weiterführend begründet. Das ist die Aufgabe des weiterführenden Verstehensprozesses. In der nächsten Stufe werden daher Analyseergebnisse aus den anderen Grundkompetenzen mit einbezogen, denn es ist deutlich komplexer, nicht nur Informationen der Handlungsebene miteinander zu verknüpfen, sondern auch die Metaebene oder die Erzählinstanz mit einzubeziehen. Ist dies gelungen, eröffnen sich verschiedene Lesweisen eines Textes. Das heißt, man setzt eine spezifische Brille auf vor dem Hintergrund dessen, man diesen Text dann liest. Hierzu werden dann Perspektiven eröffnet, sei es dann eben gerade Gesellschaftskritik oder dann eben Genderdarstellung oder auch die Perspektive einer einzelnen Figur auf den gesamten Text.
Die hierbei eröffneten Deutungshorizonte bleiben dann natürlich nicht nur einzeln stehen. Hierbei eröffnen sich meistens mehrere, die dann gegeneinander abgewogen und miteinander in Beziehung gebracht werden. Zum Schluss wird abgewogen, welcher Deutungshorizont denn jetzt am plausibelsten zur Geschichte passt und welcher vielleicht eher nicht so passend ist. So viel zu den Grundkompetenzen, Niveaustufen und Durchdringungsstufen. Ihr seht, das, was wir tagtäglich im Literaturunterricht machen, lässt sich ziemlich genau beschreiben. Und wie wir das Ganze zur Diagnose und Förderung nutzen können, das zeigen wir euch dann im nächsten Video.